dadurch, dass du es geschafft hast, den König von Mallorca so zu begeistern, steht heute natürlich im allergrößten Fokus, dass wir uns darauf jetzt noch mal fokussieren. Ne? Und da werden wir es wahrscheinlich dann morgen direkt aufnehmen. Bett im Kornfeld. Aber morgen schon? Ja, ich war selber schockiert. Erst Baggerloch? Da kannst du dir selber auf die Schulter klopfen. Wenn der König von Mallorca ein Duett anbietet, dann sollte man einfach nur sagen, danke, danke, und einmal freundlich nicken und loslegen und mitmachen. Ja, dann ich muss gleich dann mit Markus mal telefonieren. Markus Krampe anrufen. Hallo, hier ist die Mobilbaustelle. Manager Markus ist nicht erreichbar. Doch Detlef muss jetzt loslegen. Wir müssen da direkt ranklotzen, weil also das ist jetzt echt ohne Spaß jetzt. Ja, aber ich weiß auch nicht. Ja? Sommerabend, über blühendem Land. Schon seit Mittag stehe ich am Straßenrand bei jedem Was war das denn? Steffi war nervös, weil natürlich wir hatten Baggerloch vorbereitet und ein Bett im Kornfeld ist natürlich gesanglich auch nochmal eine echt andere Baustelle und eine andere Hausnummer. Ach so, ja, das ist jetzt gerade ein bisschen, ich werde hier gerade übelst überfahren. Ich weiß, das ist krass zu denken, dass man eben so switchen kann. Das ist sogar ein Profi, bereitet sich gerne vor. Ich bin heute aber stimmlich nicht so fit, finde ich. Das ist wirklich, das ist dieser Stress. Nicht räuspern. Hast du genug getrunken, du kleine Bubemaus? Nee, ich habe gar nichts bis jetzt gemacht. Defi muss grundsätzlich an allem noch arbeiten. Ne? Der ist ja ein blanker, kompletter Anfänger. Das darf man nicht vergessen. Und fängt mit Anfang 50 an zu singen. Er muss schon reinklotzen. Deswegen, wir arbeiten an allem. Etwas später lag ihr Fahrrad im Gras. Und so kam es, dass sie die Zeit vergaß. Boah, nee, ich weiß nicht. Nee, warte mal eben. Boah, ich brauche mal eine Sekunde zum Ankommen. Ey. Genau. Ich verhau hier die Tonlagen, ich knüppel dies. Doch, ich sing doch gerade völlige Scheiße. Nee, du machst dich nur gerade verrückt. Das ist einfach, du bist gestresst gerade. Ja, ich habe mich reingefunden. Ich habe einfach ins Singen nicht reingefunden. Sommerabend. Genau so. Einfach nur. Sommerabend. Hast du hier die Löcher? Sommerabend. Sommerabend. Wir werden uns da noch mal alle Zeit der Welt nehmen, damit er morgen ein gutes Gefühl hat, wenn er ins Studio geht. Etwas später lag ein Fahrrad im Gras. Und so kam es, dass sie die Zeit vergaß. Ich bin so ein Textficker. Ich bin so ein scheiß Textficker. Ich mach ein Wort falsch und ich drehe mich um, zieh die Buchse runter und das Wort fährt von hinten einmal durch meinen Körper. Es kann einfach nicht wahr sein, ehrlich. Und ich werde jetzt extra nicht laut mich aufregen. Es kann nicht wahr sein. Speziell bei jemandem, der so streng auch mit sich selber ist und so streng mit sich ins Gericht geht wie Detlef, ist es kontraproduktiv, wenn alle nur noch peitschen. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Wenn du morgen aufnimmst, erstens mal hast du den Text vor der Nase. Zweitens wird das so oft wiederholt, dass der noch mal sowas von reingeprügelt wird in dein Hirn, dass du gar nicht mehr weißt, wie dir geschieht. Und es wird auch niemals durchgesungen, sondern immer etappenweise. Ich habe mir nicht einmal mehr die zweite Strophe angeguckt, das ist das, weißt du? Ja, aber und du hast sie doch trotzdem vorhin die ganze Zeit auswendig gekonnt. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Lass uns noch mal ins Baggerloch. Da brauche ich aber einen Text noch für. Ich weiß nicht, ob wir dafür bereit sind. Also ich definitiv. Mein Freund, das ist der Ohrwurm der Hölle. Der wirklich tiefsten Hölle. Da ist der Belzebub, ist einmal hochgekommen, hat gesagt, und wieder runter. Brutal, das Ding. Mein Mofa fährt mit 13 Gang am Strand entlang, am Strand entlang. Der Bademeister kennt mich schon. Er sagt, hau ab, du Fahrersohn. Und wenn am Horizont... Da fängst du an, mir die gute Laune so reinzuballern, dass ich gar nicht weiß, wie mir geschieht. Spätestens bei Bagger, Bagger, Bagger ist doch vorbei. Sicher? Meine Brücke ist locker. Ich muss gleich zum Zahnarzt. Mausi. Das muss neu gemacht werden. Ja, das sagst du mir jetzt. Das ist ja. Ach du, die kommt gleich runter. Nee, die kommt gleich runter. Leute, ich bin echt noch total durcheinander, weil Defi einfach mit einer lockeren Brücke, der muss die ganze Zeit Schmerzen gehabt haben und einfach
sagt keinen Ton. Hast du Schmerzen? Ja. Ja, Mausi, mit sowas kannst du doch nicht singen. Boah, der Arme. Der tut mir so leid. Engelchen, wir telefonieren gleich. Ne? Ja, vielen Dank. Und danach telefonieren wir und machen uns die letzten. Wolle kommt gleich raus. Oh, leck mich am Arsch. Danke. Bis später. Bis später, wir telefonieren. Tschüss. Detlef muss zum Zahnarzt. Gesundheit geht vor. Wird der enge Zeitplan durcheinander gewirbelt? Ich bin jetzt hier beim Zahnarzt, weil oben meine Zähne total locker her sind. Weil das ist momentan noch ein provisorisches Fest gemacht und weil wir noch nicht genau wissen, welche Richtung wir gehen. Also, ich kann bald wieder singen. Meine Lieben, wenn ihr meinen Weg zum Schlagerstar verfolgen wollt, könnt ihr dies hier unten bei RTL Plus machen. Damit ihr nichts verpasst, lasst einfach hier oben ein Abo da und zu den Highlights der Sendung geht's hier unten lang.